Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Democracy for Alpha, Deutschland auf Schwer. Diese Folge und auch alle darauf folgenden Episoden stammen aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne auf Twitch TV aufgezeichnet habe. Viel Spaß bei der ersten Folge. Es ist schön, wieder mit dir zusammen zu sein und über Politik zu quatschen. Und es gab natürlich ein neues Update von Democracy 4. Wir sind mittlerweile bei Version 1.11 Alpha-Version von Democracy 4. Und wir können sowohl Deutschland als auch Frankreich spielen. Es gab jede Menge Veränderungen. Es gibt neue Politiken, die man auswählen kann. Also ein paar, jetzt nicht so super viele, aber schon ein paar. Okay, und wir fangen eine neue Runde an. Und zwar, also wir könnten natürlich die USA machen, wir könnten auch Frankreich machen, aber ich finde, wir sollten uns Deutschland widmen, wenn es schon spielbar ist. Gucken wir uns das alles mal an. Die Bundesrepublik Deutschland, mehrheitlich bekannt oder besser bekannt als Deutschland, ist ein föderale Parlamentsrepublik, wo 16 Staaten, also 16 Bundesländer unter der Führung eines Präsidenten und des Bundeskanzlers liegen. Deutschland hat eine starke, wachsende Wirtschaft, eine der besten der Welt. Und Deutschland ist führendes Mitglied der Europäischen Union. Ein bisschen was zur Geschichte hier. Die Statistiken finde ich ganz spannend. Religion, 39%, keine Religionsangaben. Katholizismus, 27%. Evangelisch, 25%. Und Islam, 5%. War mir gar nicht so klar, dass diese Aufteilung so ist. Krass, 39 nicht konfessionell. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt, was du davon hältst, wenn wir uns gleich die Probleme angucken, so wie Cliff Deutschland aufgebaut hat. Okay, dann ich habe es auch in den Titel geschrieben vom heutigen Stream. Wir spielen Deutschland auf schwer. Das heißt, wir ziehen die Schwierigkeit ganz nach oben. Anfangssozialismus und Anfangsliberalismus, da fasse ich nicht an. Ich habe nicht genau rausgefunden, was das genau bedeutet. Und Economic Cycle ist jetzt mit dem neuesten Update auf 0%. Ich weiß auch nicht genau, was das heißt. Deswegen würde ich die lieber nicht anfassen. Die, ich sag mal, politische Ermüdung, grob übersetzt, Political Apathy. Weiß ich nicht, wollen wir da auch ein bisschen hochgehen? Ah, warum nicht? Ja, ne, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 42%. So ein Stückchen. Mhm. Ja. So, und jetzt kommen wir wieder. Drei Parteiensystem ist angekreuzt in dieser Simulation. Ich sage das nochmal für die, die vielleicht irgendwie neu dazukommen. Und auch auf, für die Menschen, die auf YouTube das hier nachher nachsehen. Politik-Simulation ist halt durchaus begrenzt, weil es verschiedene Länder abbilden soll. Gott sei Dank gibt es mittlerweile ein Drei-Parteien-System im Spiel. Wir können halt drei politische Parteien wählen. Die werden mitsimuliert. So ein System mit sehr, sehr vielen Parteien, das ist, glaube ich, halt auch noch ein bisschen schwierig, weil es längst nicht für alle Länder genauso funktionieren würde. Aber ich finde, so mit drei, in der Vorgängerversion Democracy 3 gab es nur zwei Parteien. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt würde ich dich fragen, Romy, wie wollen wir uns denn nennen? Wollen wir wieder The Romians sein? Ich fände es total schön, wenn wir einen etwas inklusiveren Namen hätten. Oder irgendwie dabei sind. Also dann, ich fände die Kombination schön. Danke, Belana. Ich freue mich total über den Zuspruch. Aber es fühlt sich eigenartig an, sich danach anzugucken und es steht eine Partei da, die mit dem eigenen Namen in Verbindung ist. Irgendwie ist das eigenartig. Insofern
Finde ich zum Beispiel die Civil Rights League ganz nett. Oder wir können auch Zukunftsdemokraten sein. Oder die Science Party, eigentlich wäre das wahrscheinlich noch am passendsten. Es gibt hier super viele. The Science Party. The Science Party. Okay, dann sind wir die Science Party. Ja, die Lichtpartei wird im Chat gemacht. Ja. Ich glaube, Licht und Liebe ist zurzeit ein bisschen umstritten. Okay, The Science Party sind wir. Dann The Property Rights Party. Und unsere politischen Gegner. The Anti-Corruption Movement. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht... das gefällt mir nicht so richtig. Nee, gegen die können wir nicht so richtig sein, oder? Ja, also genau. Spätestens nach den Veröffentlichungen vom Wochenende fällt es mir schwer. Ja, um Gottes Willen. Am Wochenende kamen die, wie heißen die neuen Files? Die Finzen Leaks. Ach ja, genau. Also wieder wildeste Verstrickungen, wo Banken irgendwie sich an Geldwäsche beteiligt haben. Das ist die kurze Geschichte davon, oder? Ja, und das Spannende ist, dass sie die Daten, also man kann den Datensatz auch runterladen, okay, auf der Seite dieses Journalistenkonsortiums. Und was aber auch ganz spannend ist, dass man so seinen eigenen Staat raussuchen kann und dann sich anschauen kann, welche Banken da beteiligt waren. Und da waren dann halt eben auch Sparkassen dabei oder auch Manifoldsbanken. Und das ist dann schon... Ja, und die Deutsche Bank ist irgendwie so mit am größten verstrickt aus Deutschland irgendwie, ne? Also genau, aber das hatte sich ja schon ein Stück weit angedeutet, es war eigentlich fast nicht mehr angedeutet, es war ja schon klar mit den Skandalen um die Danske Bank und den russischen Arm der Deutschen Bank in den letzten Jahren. Also die Journalistinnen und Journalisten hatten schon einiges zu tun, wie man an den anderen Datenbanken sieht. Ja. Genau, nee, also das ist, deswegen habe ich jetzt neu ausgewählt The Democratic Party, also unsere beiden Oppositionsparteien, The Property Rights Party und The Democratic Party, unsere Gegner. Und dann mal jetzt mal auf Play und wir gucken uns an, was wir hier für eine Situation haben. Also, wir sind in Deutschland gewählt worden und wir sind... Romy und ich, wir sind Kanzler. Ja, yeah, Doppelspitze, voll modern. Ja, finde ich auch. Korrekt. Und das hier und auch noch ist... Aus und West und so. Also wir sind super gut aufgestellt. Ja, finde ich auch. Und das, was wir haben, also das ist jetzt halt die Vision oder so wie... so wie Cliff, der Entwickler von Democracy 4, es ersonnen hat, ist das Bruttoinlandsprodukt recht hoch. Die Gesundheitsversorgung ist sehr gut. Education ist ausgereizt quasi. Die Armut ist relativ gering, aber wir haben hohe Kriminalität und hohes Arbeitslosenniveau, was ich interessant finde. Und hier wird gesagt, die letzte Wahl haben wir mit einer Mehrheit von 10% gewonnen. Das hier, so sieht die Situation in Deutschland aus. Also, erstmal eine kurze Einführung, wie Democracy 4 quasi die Situation beschreibt. Diese weißen Felder hier, wo so rot und grün Zeug drumherum ist, das sind Gesetze, die wir direkt beeinflussen können. Das Blaue sind Dinge, die wir nicht direkt in der Hand haben. Hier zum Beispiel GDP ist Bruttoinlandsprodukt oder das hier ist Technologie. Da haben wir einen relativ hohen Status und hier können wir links sehen, warum die Technologie so hoch ist. Das sind verschiedene Dinge, die wir teilweise kontrollieren können, teilweise nicht. Und das hier sind dann immer die Auswirkungen. Das sind die blauen Felder. Die roten Felder sind unsere Probleme, vor denen wir aktuell stehen. Und grüne, die haben wir im Moment nicht, das wären Vorteile, die uns positiv beeinflussen. Also so muss man das lesen und diese verschiedenen Teilbereiche, die hier so in ungleich große Tortenstücke aufgeteilt sind, das sind, naja, sind halt Teilbereiche und die haben jeweils einen Minister, die hier in der Mitte angeordnet sind. Und ganz in der Mitte ist unser politisches Kapital, damit können wir Gesetze einführen oder halt bestehende Gesetze mit einem Schieberegler quasi
verändern. Das ist im Großen und Ganzen, wie die Gesetzgebungsseite der ganzen Sache funktioniert. Und hier haben wir verschiedene Gruppen. Also das ist nicht, ein Kapitalist ist jetzt nicht, die eine Person ist, hat eine kapitalistische Einstellung, sondern und sonst nichts. Aber es gibt sicherlich Menschen, die sowohl kapitalistische Überzeugungen haben, als auch, dass sie reich sind und Patrioten und Autofahrer. Das heißt also, mehrere dieser Eigenschaften können auf eine Person vereinigt sein. Und hier oben haben wir unsere Popularität. Die ist, weil wir es auf sehr schwer gestellt haben, im Moment bei 30%. Und ja, hier oben haben wir dann Einkommen und Ausgaben. Das sieht ganz furchtbar aus, wahrscheinlich, weil wir auf schwer sind, weil wir haben ein Defizit von fast 100 Milliarden Euro. Also BN ist Billion. Übersetzt sind das Milliarden und das ist unsere Schuld. Debt ist Trillion, das heißt Billionen Schulden. Habe ich was Wichtiges vergessen, Romy? Nö. Gut. Nö, jetzt gerade für den Anfang finde ich es total gut. Könntest du das mit den Ministern vielleicht gleich mit erklären? Ja, also jeder Minister wirkt sich auf seine verschiedenen politischen Teilbereiche aus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf die Einkommensteuer, Income Tax gehe. Da ist Bertha Schulz unsere Ministerin und ihre Effektivität beträgt 41%. Das hat dann diese Auswirkungen hier unten. Das Einkommen über diese Steuer hat minus 2%. Die Effekte auf die verschiedenen Politikfelder, die diese Politik hat, die Einkommensteuer hat minus 10. Und wenn wir irgendetwas neu implementieren, also ein Gesetz neu etablieren oder eine Änderung machen, dann hat das immer eine gewisse Latenz. Hier hinten sieht man auch, wie sich, wenn wir jetzt hier an dem Schieberegler drehen würden, zum Beispiel auf die Gleichheit, Equality, würde sich erst nach 4 Runden, eine Runde ist immer ein Quartal im Jahr, also nach einem Jahr würde sich erst auswirken und mit dieser Ministerin dauert das nochmal 10%, also 10% Zeit länger. Und wenn wir mal auf unser Kabinett gehen, da sehen wir, was die haben, die verschiedenen Felder und die haben halt verschiedene Stärken. Loyalität ist, wie loyal sie zu uns sind und das wirkt sich auch direkt darauf aus, wie viel politisches Kapital sie uns geben. Ihre Erfahrung hat Auswirkungen auf die Effektivität, also hoffe ich, das sind hier zwei verschiedene. Wir haben uns, wie das mit den Ministern funktioniert, sind wir noch nicht ganz dran lang gestiegen. Aber dieses Spiel befindet sich noch in der Alpha-Version. Das muss man vielleicht auch noch dabei sagen. Und Campaigning Sympathy, Campaigning heißt, wie gut sie im Wahlkampf sind. Der hier ist großartig im Wahlkampf. Und die Sympathien sind bei den Gewerkschaftern und der Jugend. Das heißt, auf die Stimmen aus dieser Gruppe, wenn die sehr unzufrieden sind, dann sinkt auch seine Loyalität. Das heißt, das müssen wir ausbalancieren. Jetzt hier auf die Chancellor ist so ein bisschen irreführend, aber Romy hat das neulich erklärt. Im englischen System war das irgendwie Tax Chancellor. Daher kommt dieser Name. Richtig? Fast. Also es geht um den Schatzkanzler. Ach so. Das ist sozusagen der Begriff. Kommt aber schlussendlich trotzdem auch gut. Also so funktioniert das mit den Ministern, von denen das sieht alles noch okay aus. Also okay, 1,2 ist halt so ein bisschen. Aber wir müssen auch politisches Kapital aufwenden, um jemanden zu feuern und die Zustimmungs-, also die Loyalitäten der anderen gehen runter, sobald wir einen Minister feuern. Also das sollte man vielleicht direkt am Anfang nicht machen. Genau. Hier oben haben wir, also es gibt jede Menge Graphen hier im Spiel. Das hier ist jetzt alles vor der Wahl. Die Weltwirtschaft steigt gerade. Wir haben ein unglaubliches Defizit zwischen Einkommen und Ausgaben. Also wir werden immer wieder auf Graphen gucken, aber das ist halt nun mal so in der Politik. Das heißt, damit werden wir uns immer wieder beschäftigen müssen. Und jetzt würde ich gerne
einmal durch die Probleme durchgehen, die quasi hier modelliert wurden, um Deutschland zu repräsentieren in dieser Alpha-Version von Democracy 4. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern an einigen Stellen, weil einige Sachen fand ich schon echt interessant. Aber da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, Romy. Also erstmal haben wir ein Problem, das ist die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Du kannst es inzwischen aussprechen. Ich kann es inzwischen aussprechen. Ja, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Diese Probleme fangen immer an. Wir wissen nicht, es gibt mehrere, die quasi schlummern. Und sobald sie einmal über den Starttrigger drüber sind, haben wir sie. Und sie haben halt zusätzliche negative Auswirkungen. Und hier müssen wir jetzt hinkriegen, diese blauen Punkte unter den Stopptrigger zu kriegen. Und diese Sachen sind die Gründe und die müssen wir dafür anfassen. Aber ja, wir haben nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und ich finde das so als Stichwort da mal hingesetzt, würde ich jetzt sagen, das ist nicht ganz verkehrt. Mhm. Um Deutschland zu repräsentieren. Übrigens, man kann es schon sehen, wenn ich auf so bestimmte Bereiche gehe, Bruttoinlandsprodukt ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber da sieht man schon, da ist jede Menge los, da sieht man die Abhängigkeiten. Wir gehen mal auf was anderes. Hier ist zum Beispiel, dass sonntags nicht die Läden zu sein müssen. Auch etwas, was ja sehr deutsch-typisch ist. Das hat... Andersrum, dass die Läden wenn Sunday Shopping, also dass man das verbietet, dass die sonntags öffnen. Richtig, ja. So rum ist es ausgedrückt. Ja, aber das ist auch interessant, weil ich habe ja die Innensicht aus Deutschland heraus und da ist es irgendwie normal, dass sonntags alles zu ist. Aber wenn man aus dem Ausland guckt, dann wäre mein erster Impuls auch zu sagen, ja, es gibt ein Verbot, dass keiner sonntags geöffnet haben darf. Das ist auch interessant gerade, weil es irgendwie ein Perspektivenwechsel ist, der mir jetzt gerade klar wird. Mhm. Ja. Ich würde auch noch mal auch zu dem Perspektivenwechsel vielleicht ganz passen, bei der nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft eben war ja einer der Gründe für diesen Zustand die relativ schwach ausgeprägte Produktivität. Und wenn wir da noch mal einen Blick drauf werfen könnten, würde ich gern wissen, ob das damit zusammenhängt, dass es, keine Ahnung, Mutterschutz gibt und ganz viele andere Dinge, die so vielleicht auch Errungenschaften der Gewerkschaften aus den letzten 100 Jahren sind. Produktivität. Hier. Das ist die Produktivität. Ist auch ein blaues Feld, können wir nicht direkt beeinflussen. Und die Produktivität ist hier eher so im Mittel. Genau, ja, Produktivität ist eher so im Mittelfeld. Erwachsenenbildung Subventionen beeinflusst das positiv. Alkoholkonsum wirkt sich negativ darauf aus. Unsere gute Bildung wirkt sich positiv aus. Health wirkt sich ein klein wenig negativ aus. Da müssen wir gleich mal gucken, woran das liegt. Industrielle Automation wirkt sich positiv aus. Die Arbeitsgesetzgebung wirkt sich positiv aus. Der legale Drogenkonsum ist neutral. Ich glaube, wir haben auch nichts legalisiert, außer Alkohol und was ja auch eine Droge ist. Produktivität wird negativ durch den Mutterschutz. Negativ ist die Asthma-Epidemie, die wir haben. Ist eins unserer Probleme zusätzlich. State Energy Company, also eine staatliche Energiekonzern, haben wir nicht, deswegen wahrscheinlich null, aber das könnte sich auswirken. Staatliche Eisenbahngesellschaft macht plus 2,3%. Unser Technologievorsprung wirkt sich positiv aus. Die Förderung für Technologie, Forschung wirkt sich positiv aus. Die Arbeitslosigkeit wirkt sich ein klein wenig negativ aus. Positiv wirkt sich unser Lohnniveau aus. Die Arbeitsschutzbestimmungen wirken sich mit minus 1,78% aus. Und Workers on Boards, also Arbeiter in den Aufsichtsräten, wirkt sich mit minus 4,45% auf die Produktivität aus.
Ja, also doch ein paar von den Dingen, aber ich freue mich, dass die nicht überrepräsentiert sind. Dass also jetzt nicht irgendwie wir in die Situation kommen, dass wir, um produktiver zu werden, solche Dinge über Bord werfen müssten. Ja. Das finde ich gut. Ja. Da ist der Alkoholkonsum, glaube ich, fast der von uns noch am ehesten eingehegt werden kann. Alkoholkonsum minus 13, ja, Prozent. Das ist schon ganz gewaltig. Ja, also eine Sache hatten wir jetzt, die unwettbewerbsfähige Wirtschaft. Dann haben wir hier bei Gesundheit Fettleibigkeit. Das ist tatsächlich ein Problem, ein deutsches. Ja, also da sind wir auch noch weit entfernt vom Stopptrigger. Mal gucken, wann und wie wir das anfassen. Die Asthma-Epidemie, also Respiratory Disease, ich finde, mit Asthma-Epidemie kann man es ganz gut übersetzen. Oder ja, chronische Erkrankung der Atemwege ist auch relativ hoch. Ja, also die Umwelt beeinflusst das negativ, aber das hier ist ein Problem, so muss man diese Sachen bei Democracy 4 immer lesen. Also das hier ist ein Problem, das heißt, unserer Umwelt geht es relativ gut, deswegen wirkt sie auf dieses Problem mit minus 28. Das heißt, wenn es unserer Umwelt noch schlechter geht, wird dieser positive Effekt, den es hier hat, geringer. Ja. So, dann kommen wir zu dem Law and Order, Recht und Ordnung Bereich. Da pulsiert schon hier Alkoholmissbrauch. Oh, ist oben am Anschlag. Ist so, ne? Wir haben ein Alkoholproblem in Deutschland. Da gab es irgendwann mal so eine Fake-Grafik von irgendeiner Partei, die ich jetzt nicht nennen, also nicht. Also es wurde von einer Partei quasi ein Plakat entworfen, was nicht von der Partei kam. Und da stand drauf, für ein drogenfreies Starkbierfest. Das feiere ich immer noch hart. Weil das ist, ja. Ja, wir haben ein Alkoholproblem. Also wirklich bis zum Anschlag. Wahrscheinlich, also, und die Kosten sind auch nicht gering. Was haben wir noch? Hier unten. Vigilant Mobs, also marodierende Mobs, könnte man sagen. Unsere Bürger haben das Vertrauen in die Polizei verloren, gegen Kriminalität vorzugehen. Und sie haben angefangen, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen. Dass häufig gewalttätige Mobs Straßen Justiz üben oder Selbstjustiz üben. Das führt zu mehr Kriminalität. Ich glaube, dass das gemeint ist, was wir häufig als Bürgerwehren bezeichnen. Ja, also. Also von der Beschreibung her zumindest. Ja, also die der Bürgerwehr ist jetzt erstmal eine Sache, die. Hat das direkt diesen Einschlag? Also, ich wollte jetzt gerade sagen, ist Bürgerwehr nicht eigentlich ein neutraler Begriff, aber eigentlich nicht, ne? Nee, weil Bürgerinnen und Bürger nehmen das Recht dann in ihre eigene Hand. Es gibt ja ein staatliches Gewaltmonopol. Richtig. Und es kann durchaus passieren, dass dann eine Gruppe sagt, wir nehmen das Recht jetzt hier in diesem Viertel in unsere Hand. Was das für eine Art Bürgerwehr ist, ob das jetzt tatsächlich irgendeine mafiöse Struktur ist oder ob das einfach nur ein paar Leute sind, die andere Leute festsetzen oder irgendwas, fällt mir schwer, jetzt hier anhand der Beschreibung einzuschätzen. Also, vielleicht gibt es irgendwen, der noch ein besseres Wort dafür kennt, aber von der Beschreibung her wäre es für mich eine Bürgerwehr. Ja, wir arbeiten mal mit Bürgerwehr, finde ich ganz gut. Das ist eins unserer Probleme. Dann haben wir hier Internetkriminalität. Finde ich auch durchaus spannend, dass das vorkommt, weil ich würde sagen, es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass wir da ein großes Problem mit haben, weil
Phishing und also, ne, diese, dass man irgendwelche E-Mails bekommt und dann sieht es aus wie von einer Postbank oder von einer Sparkasse oder hast du nicht gesehen. Da bin ich auch schon 2-3 Mal fast drauf reingefallen. So morgens E-Mail-Programm auf, oh, was ist das denn? Und dann war ich kurz davor, in dieses blöde Textfeld mein Passwort einzutragen, wo ich dann so, Moment mal. Ja, aber ich glaube, also das würde ich damit hinzuzählen und ich würde sagen, wir haben damit tatsächlich ein Problem in Deutschland. Also das würde ich nicht weit hergeholt sehen. Geht mir ähnlich. Also mir fällt es auch da wieder schwer, das genau einzugrenzen. Da weiß ich nicht, auch da wieder, liebe Freunde, Menschen im Chat, ob ihr da mehr wisst. Es ist irgendwie ein Straftatbestand, der so facettenreich ist, von dem so viele unterschiedliche Leute betroffen sind. Na gut, aber... Also läuft das unter Internetkriminalität beispielsweise dieser Fall in einem deutschen Krankenhaus, wo das Krankenhaus gehackt worden ist und deswegen in Folge die Frau gestorben ist, weil sie nicht rechtzeitig versorgt werden konnte. Ja, genau, das war jetzt gerade in den Medien, ne? Also da gab es einen Todesfall, weil das Krankenhaus quasi lahmgelegt wurde und erpresst wurde. Gebt uns so und so viel Bitcoins und dann machen wir eure Verwaltung wieder frei. Und da gab es dann quasi eine Unterversorgung und die Frau musste verlegt werden und das hat dazu geführt, dass sie irgendwann gestorben ist. Ja, also ja, ich würde sagen, das zählt da genauso mit rein wie dieses Phishing, was ich jetzt gerade eben angesprochen habe. Also insofern bei so einem vielfältigen Problem kann man durchaus sagen, ja, wir haben ein Problem damit. Ja. Wir haben ein Problem. So, und dann haben wir hier organisierte Kriminalität. Haben wir auch ein Problem mit. Nicht sehr hoch, aber kostet jetzt auch direkt nicht so viel. Aber die mittelbaren Kosten davon sind sicherlich sehr hoch. Finde ich, passt durchaus, aber da fehlt mir jetzt ein gutes Beispiel, um das zu um das in die Realität zu holen, aber finde ich jetzt nicht weit hergeholt, wenn ich jetzt organisierte Kriminalität auch in alle möglichen Bereiche, ne, Drogenhandel, wir haben immer wieder das Problem mit es gibt hier und da, wir machen eine harte Politik selbst gegen Cannabis und kriminalisieren das alles, das verschafft der organisierten Kriminalität durchaus Zuwachs. Und ich würde jetzt auch sagen, sowas wie, ne, hier Waffenfund bei dem Reichsbürger oder hast du nicht gesehen, würde ich fast auch noch mit dazu zählen und schon passt es irgendwie ins deutsche Bild. Also. Ja, auch da müssen wir ja wieder nicht weit gucken. Also wir brauchen nur eigentlich eine halbe Stunde zurückgehen, als wir uns über diese FinCEN-Files unterhalten haben. Woher kommt denn das Geld? Also das ist ja nicht einfach erschienen. Das wird ja mit irgendwas verdient werden. Und es muss ja einen Grund haben, dass man dann versucht, es von A nach B zu tunneln, um zu verschleiern, wo es herkommt. Und das ist ein komplettes kriminelles Netzwerk. Ja. Genau wie Menschenhandel, Drogenhandel, alles, was da so dazugehört. Ja, genau. Und ich schaue jetzt nochmal gerade in den Chat. Es wird sich auch ein bisschen ausgetauscht über die Rolle von Computern und so weiter und so fort. Ja, also ich stimme dem meisten, was ich hier jetzt gerade so überflogen habe, auf jeden Fall auch zu. Also das ist ein Oberbegriff, der hier als Problem dargestellt wird und der hat viele, viele Facetten. Und das letzte Problem finde ich sehr interessant. Also habe ich so auch noch nicht gesehen hier im Spiel. Und das ist antisocial behavior, also antisoziales Verhalten, Vandalismus, öffentliches Ärgernis, Kleinkriminalität auf der Straße sind alles Ergebnisse vom antisozialen Lautisch, weiß ich nicht, was es genau heißt. Pflegehaftes Verhalten, also das, was junge Leute machen, wenn sie draußen sind, weil sie nirgendwo anders hin können, oder? Ja, wahrscheinlich. Also, das sowohl pflegehaftes Verhalten
Vandalismus und so, das geht alles so in diese Ecke. Und Alkoholkonsum unterstützt das. Ich denke an betrunkene Fußballfans, die institutionalisierten Besäufnisse wie das Oktoberfest, was ja jetzt demnächst ist schon gestartet, oder? Mhm. Ja, genau, diese Privatinitiative von den Gastwirten. Ja. All solche Sachen spielen da auch mit rein. Also ich finde das auch eine schöne Zusammenfassung von vielen Dingen, die ich nicht sofort zusammengekramt hätte, aber das antisoziale Verhalten ist tatsächlich irgendwie, ja, es passt irgendwie. Ich bin mir gerade noch nicht so richtig sicher. Das nicht. Das ist so ein Begriff, der so unglaublich schwammig ist. Was heißt denn hier sozial und was ist antisozial? Ja. Und ich erinnere, also es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir in unserer kleinen Stadt, ich glaube 2 Wochen, nicht wirklich raus durften, außer zum Einkaufen und zur Arbeit. Und es gab dann, als die Kneipen noch zu hatten, im Rahmen dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen, wollten wir uns mit Freunden treffen, einfach um mal wieder jemanden zu sehen. Also haben wir uns in einer nahegelegenen Kirche getroffen und wir sind jetzt alle irgendwie Mitte, Ende 30 und wurden dann auch angezählt, wie es denn sein kann, dass wir dort sitzen und Bier trinken, wo wir gedacht haben, puh, also erstens, es könnte auch Limonade sein, das weißt du nicht. Ja. Zweitens, was führen wir hier gerade für ein Gespräch? Und drittens, wer bist du eigentlich? Und das war schon ein bisschen irritierend. Und ich konnte das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder nachvollziehen, wie sich die 15-, 16-Jährigen fühlen, die kein Geld für die Kneipe haben, nicht zu Hause sitzen können und trotzdem irgendwie ihre Freunde treffen wollen. Ja. Aber ist das dann schon antisoziales Verhalten? Oder hat in dem Fall der ältere Herr, der gesagt hat, ihr dürft hier nicht sitzen, hat er für sich die moralische Hoheit gepachtet, zu entscheiden, was sozial oder nicht soziales Verhalten ist. Ja, also, ist so schwammig einfach. Ja, ich würde es hier vielleicht auch nochmal in Kontext setzen mit Rücksichtnahme und keine Rücksichtnahme. Also ich meine, Vandalismus ist ganz klar eine andere Kategorie, aber ja. Öffentliches Ärgernis ist dann ja auch schon, ich meine, Gegröle nachts um 2, öffentliches Urinieren eventuell direkt unterm Fenster von einem Wohngebäude und solche Sachen würde ich mir jetzt als Beispiele hervorkramen. Und okay. Flaschen zerwerfen, Unrat verstreuen und sowas. Und nicht das, dass man ruhig und gesittet an einem öffentlichen Platz zusammensitzt. So kann ich damit was anfangen, danke. Bitte. Ja, das sind unsere Probleme. Wir haben die Schwierigkeit maximal hochgestellt und auch ein klein wenig den Regler für die politische Apathie hochgezogen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, also im Prinzip spielen wir Deutschland auf schwer, so auch der Streamtitel. Und wir haben uns jetzt bevor es losging, Romy und ich so ein bisschen bequatscht und wir versuchen jetzt mal quasi mit unserer Politik, dass wir die, so wie wir bisher immer gespielt haben, wir gucken uns die Probleme an, wir gucken an, dass wir unsere Finanzen eingehegt bekommen und da haben wir sicherlich einiges vor, weil unser Defizit ist gewaltig, mit dem wir hier anfangen, um da irgendwie eine Verbesserung herbeizuführen. Und wir gucken mal, ob auf der wahnsinnig hohen Schwierigkeit es uns gelingt, wiedergewählt zu werden oder ob die ganze Nummer hier gewaltig vor den Baum geht. Weil in den Spielen vorher war es tatsächlich so, dass wir viele Sachen diskutiert haben und so, aber immer relativ schnell Erfolge da waren, dass wir irgendwo an eine Position gekommen sind, wo wir eine Zustimmung von 99% oder so hatten. Und wir gehen jetzt mal aufs Ganze und gucken mal, ob wir das wieder hinkriegen oder ob wir bei der hohen Schwierigkeit tatsächlich scheitern werden mit sowas. Oder ob wir es überhaupt nicht hinkriegen, unser Defizit auszugleichen. Entweder weil es das Spiel unmöglich macht oder weil wir nicht den Weg erkennen, den das Spiel uns eventuell anbietet.
Ja. Das ist der Plan, das haben wir vor. Und vielleicht das auch noch kurz dabei gesagt, das hier ist eine Simulation, wie es der Entwickler meint, wie er Deutschland jetzt anlegen würde. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Alle Sachen, die wir jetzt hier in irgendeiner Weise auf Deutschland beziehen, heißt auch nicht, dass wir Kritik an aktuellen politischen Entwicklungen machen. Es sei denn, wir sagen das natürlich, aber so wie es das Spiel dargestellt ist, ist es halt eine Simulation. Es ist ein Sandkasten im Kopf. Und so möchte ich das auch handhaben. Nur das einmal kurz. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber ich mag das gerne einmal quasi als Disclaimer mit rausschicken. Ich finde das Bild des Sandkastens im Kopf total schön. Das gefällt mir. Ja. Naja, so kommt ja aus der. Ja, kommt ja im Prinzip so ein bisschen aus der Gaming-Ecke heraus, weil es gibt ja sogar ein Genre-Sandbox, beziehungsweise viele Spielmodi in Computerspielen sind Sandboxes, wo du quasi bestimmte Freiheiten hast, um dich komplett auszuleben. Und so sehe ich das ja auch wenn es hier keinen direkten Sandbox-Mode gibt. Tja. Wir haben uns die Probleme angeguckt und Defizit, da habe ich eben schon mal drauf geklickt. Wir sind hier, also Einkommen steht im krassen Gegensatz zu unseren Ausgaben. Die sind hier aufgeschlüsselt tatsächlich. Ich habe schon angedeutet, wir werden viel mit Graphen und Darstellungen und so zu tun haben. Einkommen, das, was wir uns leihen pro Jahr, ist ein großer Kuchen. Dann Einkommensteuer, Lohnsteuer, Sales Tax ist Mehrwertsteuer? Nee, Umsatzsteuer, oder? Ist das vom Prinzip das Gleiche? Stimmt. Also Umsatzsteuer ist der richtige Begriff. Okay. Einige Sachen und Ausgaben sind wir halt bei den Pensionen ist das Größte. Also tatsächlich ist es schon spannend, wie es. Also es trifft die Realität gar nicht so verkehrt, ne? Also Rente ist halt ein riesiger Anteil am deutschen Haushalt. Dann Schulen. Gesundheitssystem, die Voucher, Healthcare-Vouchers. Interessant. Oh, guck mal, wir haben ein staatliches Eisenbahnsystem. Ja. Kannst dich schon mal freuen. Ja, ne, die Deutsche Bahn ist immer noch, ist zwar ein Privatunternehmen, aber Mehrheitseigner ist der deutsche Staat. Ist das korrekt? Ich glaube, ja. Ja. Okay. So, wir haben ein massives Alkoholproblem. Ja, das, ich glaube auch, das sollten wir wirklich zuerst angehen, weil es uns einfach so viel Geld kostet. Genau. Also, und es wird, es hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele, auf kritische Bereiche. Ja, im Chat sehe ich auch gerade Schule auf dem zweiten Platz bei den Ausgaben. Das wäre mal nett. Ja. Ja. Was halt nicht möglich ist in diesem Spiel, ist, dass das föderale System dargestellt wird. Aber ich glaube auch, wenn man das föderale System da die Ausgaben für Schule mit einbezieht, ist Schule trotzdem nicht auf dem zweiten Platz. Okay, dann würde ich mal sagen, ja. Das wäre tatsächlich spannend, diese Zahlen mal ganz objektiv gegenüberzustellen. Wenn man die Zahlen aus den Bundesländern nimmt, plus dann die Zusatzpakete, die beispielsweise jetzt über den Digitalpakt dann zur Bildung kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so schlecht dastehen. Aber wie gesagt, da bräuchten wir Zahlen. Ja. Ja, stimmt, das habe ich tatsächlich auch so noch nicht gesehen, weil diese Sache mit dem Föderalismus, mit dass einige Sachen Ländersache sind und einige Bundessache, macht ja durchaus Sinn. Ich finde nur, gerade Bildung ist irgendwie im föderalen System an der falschen Stelle für meine Auffassung. Aber ich weiß nicht... Ich habe mich da noch nicht
mir immer noch keine richtige Meinung gebildet in all den Jahren. Irgendwie finde ich es total gut, weil das bedeutet, dass es vielfältig ist, dass man Sachen auch einfach mal ausprobieren kann, weil ich auch glaube, also man schafft es ja nicht mal, Schulen innerhalb der Bundesländer so richtig zu steuern und dieses Bildungssystem gut zum Funktionieren zu bekommen. Was schon wirklich auch eine Herausforderung ist, sowohl für Lehrerinnen und Lehrer als auch für die Bildungsministerien, die Schulämter. Und wenn ich mir das als so eine bundeseinheitliche Institution vorstelle, die man ja bräuchte, um das alles zu organisieren, dann bin ich mir nicht sicher, ob das nicht noch komplexer und schlechter wäre. Ja, also ich verstehe den Ansatz, Bildungssachen zu harmonisieren, bin mir aber nicht sicher, ob es ganz so einfach ist. Ja. Kurz aus dem Chat, Horsti hat gerade eine Grafik gepostet, Bundeshaushalt 2020, die Verteilung der Ausgaben, Arbeits- und Soziales ist erster Platz, dann kommt Verteidigung, dann kommt Verkehr und digitale Infrastruktur und dann kommt Bildung und Forschung. Ja, aber das ist der Bundeshaushalt, da fehlen die Sachen, die aus den Ländern kommen für Schule. Das ist halt, das stimmt, aus dem Bund kommt nur dieser relativ geringe Anteil, aber man muss halt eigentlich noch die Länder mit reinzählen. Also das ist halt, das stimmt, was du sagst, aber das Bild ist nicht vollständig, weil die Länder ja fehlen mit ihren Haushalten, die das finanzieren. Also, aber das ist trotzdem eine wichtige Anmerkung. Also danke auch für den Link und die Grafik ist sehr, sehr schön. Es ist spannend, Bundeshaushalt 2020 beträgt 359,9 Milliarden Euro und wir haben Ausgaben von 256, also 100 Milliarden weniger hier in der Simulation. Aber ja, danke Horsti fürs Posten von dem Link. Okay. Ja, also das Bild ist auf jeden Fall etwas schief. Da müssen die Sachen aus den Bundesländern eigentlich mit rein. Sonst hat man kein vollständiges Bild. Okay, aber unser drückendstes Problem, es pulsiert hier auch so schön, ist wohl wahrscheinlich Alkohol. Oh, eine Sache, bevor wir hier aktiv werden, war noch... Der Kompass, da wollte ich nochmal drauf gucken und ich nehme mal die Voters weg. Wir sind hier ein klein wenig auf der liberalen Achse und ein ganz so quasi auf der Mitte zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Also da sitzen wir im Moment, wie die Ausgangslage ist, könnte man sagen. Was interessant ist hier, Angela Merkel liegt ungefähr da, also auf der konservativen Seite und ein bisschen weiter im Kapitalismus. Genau, da wollte ich noch drauf gucken. So, was machen wir? Also als erstes mal etwas gegen den Alkoholismus, den starken, den wir haben, reinbratzen, bevor wir uns dem unglaublichen Defizit unseres Haushalts widmen. Wäre so mein Vorschlag. Gut, dann gucken wir mal, worauf... Okay, Alkoholkonsum, gehe ich mal hier hin. Armut, Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt, da wirkt sich das auf. Wir haben eine Alkohol-Awareness-Campaign und wir haben eine Alkoholgesetzgebung. Also erstmal... Alcohol Awareness Campaign ist super niedrig finanziert. Wir könnten für ein politisches Kapitälchen die erstmal voll hochziehen und damit über 12, also über 4 Jahre, nee, über 3 Jahre einen großen Effekt auf den Alkoholkonsum machen. Ich bin schwer dafür und das kostet uns im Vergleich auch nicht viel. Das stimmt. Ja, möchte ich ausgeben. Jetzt gucken wir uns mal die Alkoholgesetzgebung an. Ja, Mindestalter 16. Entspricht der Realität.
Wir könnten es anheben. Ja, 18 kann man schon machen. Ich weiß nicht, ist es hier nochmal eingeschränkt in die Art von Alkohol? Ja, das also fängt dann an, wenn man über 21 geht, dann ist Low Strength Beer Only und Strong Restrictions. Also es ist nicht sehr aussagekräftig, wenn wir hier auf 21 hoch. Also da bin ich, da schlägt so ein bisschen mein liberales Herz und ich weiß, dass Jugendlichen sich im Zweifelsfall sowieso nicht dran halten würden, wenn wir das Mindestalter auf 18 setzen. Ja. Aber warum nicht? Okay, dann machen wir hier erstmal auf 18, dann haben wir zwei Sachen geschaltet, um dem Alkoholismus, dem Alkoholmissbrauch Herr zu werden. Ich kurz zur Ergänzung, weil das gerade missverständlich war, merke ich. Es liegt nicht daran, dass die Jugendlichen dann Alkohol trinken, obwohl wir es verbieten. Ich erinnere an die Prohibition in den USA, die dazu geführt hat, dass super viele erwachsene Leute in irgendwelchen Kellern gesessen haben und selbstgebrannten Alkohol tranken. Insofern, das trifft nicht nur auf Jugendliche zu, sondern auch auf Erwachsene. Ja, und es wird im Chat jetzt auch gesagt, das Feierabendbier ist das Problem. Das sehe ich ähnlich. Ja. Das sehe ich ganz ähnlich. Ach, Feierabendbier ist irgendwie so ein feststehender Begriff. Aber wenn man das jeden Abend macht, dann ist das der Weg in die Abhängigkeit. Und das ist ganz gefährlich. Genau. Ja. Alkohol ist halt, ist halt genauso eine Droge. Und da macht die Regelmäßigkeit und die Dosis das Gift, vermutlich. Ja. Ich will jetzt kurz darauf eingehen, was jetzt auch noch im Chat kommt. Ist es echt bei vielen so, mit dem Feierabendbier, ja, das ist eine weit verbreitete Geschichte. Also, ich habe jetzt leider keine Statistiken, die das untermauern. Ich komme auch aus einer Familie, wo das irgendwie, wenn mein Vater nach Hause kam, dann war es eher so, er nimmt lieber mal einen Schluck Milch und abends wurde Tee getrunken. Aber tatsächlich ist Feierabendbier was weit verbreitetes und ich habe auch ganz viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sowas gemacht haben mit Feierabendbier und zwei davon haben jetzt einen Alkoholentzug hinter sich. Also die tatsächlich, der eine hat gesagt so irgendwie, ja, ich habe mir abends dann, es ist halt super stressig gewesen, anspruchsvoller Job und so, ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, damit das auch schön anonym bleibt. Aber da habe ich mir abends halt immer mal ein Alster aufgerissen. Und irgendwann war es dann halt so, dass er gemerkt hat, er konnte abends nicht ohne Alster. Und das ist halt ein Effekt, der, ja, und wie lange mache ich das jetzt eigentlich schon? Ja, die letzten 5 Jahre habe ich das immer so gemacht. Und wenn du da weniger reflektiert bist, dann wird das zu einem Automatismus, wo dann Begleiterscheinungen, Gewalt und all so eine Sachen da reinkommen, Arbeitsunfälle und hast nicht gesehen. Also genau, und du hast auch gerade was in den Chat gepostet, genau darüber. Genau, einfach nur ein Zeitungsartikel in dem Fall von der FAZ, der ein paar Zahlen bringt und auch mal so die Geschichte dahinter und auch, warum denn Alkoholkonsum gefährlich ist, so ein Stück. Bald nochmal zusammengefasst. Ja. Ja, der Alkoholkonsum, das sieht man ja auch hier in der Darstellung, der wirkt sich auf die Arbeitssicherheit aus, der wirkt sich auch auf das soziale Gefüge aus, auf die Gesundheit natürlich auch. Und deswegen verstehe ich auch, warum dieses Thema auch politisch diskutiert wird und dass es eben nicht nur eine Frage davon ist, von individuellen Entscheidungen. Also man könnte ja auch sagen, lieber Staat, halte ich da jetzt raus, das ist irgendwie ein Problem eines Individuums, das geht dich nichts an. Hier aber sieht man, welche Folgen das hat, auch gesamtgesellschaftlich und schlussendlich auch wirtschaftlich. Insofern finde ich es gut, dass es auch hier mit im Spiel vorhanden ist. Ja. Dass es auch als gesellschaftliches Problem eingefügt wurde. Ja, auf jeden Fall. Also dass es so viele Auswirkungen hat, die direkt in den Staat betreffen. Auch. Ja. Jetzt würde ich einfach nochmal, bevor wir also in dieser Runde noch kein neues Gesetz gehen, sondern ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mal kurz in die Internetkriminalität.
Und dachte mir, ob wir hier was finden, aber organisiertes Verbrechen begünstigt das und wir könnten den Geheimdienst stärken. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht sofort machen wollen würde. Aber ich würde jetzt mal in die Probleme nochmal reingucken, was sind die Gründe und Der Geheimdienst wäre aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich, wenn ich mich recht entsinne, vor dem letzten Update war der Geheimdienst irgendwie das Einzige, wie man dieser Internetkriminalität so richtig Herr werden konnte. Das ging mit Polizei irgendwie nicht, sondern es ging nur mit dem Geheimdienst. Und ja, da das ja auch eins unserer Probleme war. Ja. Also hier haben wir unseren Geheimdienst. Und das ist auch interessant, es ist nicht unterschieden zwischen Auslandsgeheimdienst und Verfassungsschutz, also Inlandsgeheimdienst. Aber so ja, ist es nun mal. Ja, und auch Militärgeheimdienst und was es nicht noch alles gibt. Es gibt ja da Unterschiede. Ja. In den USA habe ich jetzt erst in den letzten Wochen gelernt, hat sogar die Post eine eigene Abteilung, die sich mit solchen Dingen beschäftigt. Oh, tatsächlich. Da steht die Post allerdings auch in der Verfassung. Ah. Ja, okay. Das ist dann spannend. Ja, das ist dann eine etwas andere Situation, das stimmt. Ja. Ja, okay. Dann, was machen wir hier? Sollen wir den, also wir geben 2,45 Milliarden für den Geheimdienst aus? Ich überlege gerade, die Internetkriminalität braucht ja eine Weile, bis es tatsächlich anschlägt. Wenn uns das ausreicht, dass wir da jetzt über 10 Runden das aber haben. Organisiertes Verbrechen ist der Impact sofort. Ja, das stimmt. Und wir haben auch einen direkten Impact auf die Kriminalität an sich. Na dann los, komm. Okay. Wir gehen davon aus, dass unser Geheimdienst parlamentarisch überwacht ist und super gut ausgestattete Prozesse hat, damit niemand die Möglichkeiten des Geheimdienstes missbrauchen kann für persönliche Interessen. Ja. Ja. Okay, hier hatte ich noch was Interessantes gesehen. Die ethnischen Spannungen sind hier relativ hoch. Und da könnten wir was tun, vielleicht, also es ist eine Auswirkung der dieser Bürgerwehren, hatten wir gesagt, dass wir es so nennen. Und diese Bürgerwehr, also die ethnischen Spannungen beeinflussen diese Bürgerwehren positiv. Also wenn wir hier vielleicht was dran machen, dass wir das runterkriegen, ist das keine schlechte Sache. Ja, das finde ich auch gut. School Prayers. Wir haben ein Gesetz zu Gebeten. Okay, also... Warte, das muss ich mir kurz mal durchlesen. Ja. Was damit gemeint ist. Also, es wird argumentiert, also die Liberalen sagen, dass man Ausbildung und Religiosität strikt trennen sollte. Auf der anderen Seite wird von, ich sag mal, in Klammern konservativen, religiösen Menschen argumentiert, dass verpflichtende Gebete in der Schule dazu führen, dass moralische Grundsätze gelehrt werden. Mhm. Einem Weg, den ich überhaupt nicht folgen möchte. Na, wir spielen ja Deutschland, insofern ist es auch nicht mal optional. Ja, das stimmt. Also Schulen sind Orte der Bildung und der Erziehung und nicht der religiösen, das Ausleben der eigenen religiösen Prägungen. Ja. Ja, ist es jetzt vielleicht nicht der richtige Schieberegler dafür? Wir könnten diese Sache, dass es überhaupt Schulgebet gibt, für 7 abschaffen, für 7 politisches Kapital. Das haben wir nicht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Würde ich mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Ja, Immigration ist relativ hoch, also Einwanderung.
Aber da würde ich jetzt auch nicht, das ist halt so ein großes, ein sehr, sehr grobes Stellrad, möchte ich jetzt sagen. Da möchte ich jetzt um die ethnischen Spannungen, möchte ich jetzt nicht irgendwie die Einwanderung stark regulieren. Das geht mir ähnlich. Gab es nicht noch bei diesen Gesetzesvorhaben oder bei diesen Initiativen irgendwas im Sozialbereich, wo es um Demokratieförderung, Partizipation, Teilhabe. Das war was anderes. Es gab hier ein... Oh, wir könnten aber auch mit dem Community Policing anfangen. Das finde ich eh gut. Law and Order, Community Policing. Also, ja, die Polizei arbeitet halt mit den Bürgern und den verschiedenen Communities zusammen, anstatt sie zu kontrollieren. Die Polizei versucht zu verstehen, was jeweils die Communities vor Ort brauchen. Besonders in Bereichen mit ethnischen Minderheiten. Ja, und Kritiker sagen, das ist Geldverschwendung. Aber tatsächlich ist es eine Sache, die ich großartig finde. Und wir sehen hier unten auch Estimated Effects. Es hat Auswirkungen auf Gewaltverbrechen, auf Verbrechen allgemein, auf die ethnischen Spannungen, auf die Arbeitslosigkeit, auf den Alkoholmissbrauch und auf die Antisocial Behavior. Also ist es, wir können es uns noch leisten. Es kostet nur eins, es einzuführen. Es dauert 5 Quartale. Bis es umgesetzt wird. In der Zeit fängt es langsam an zu steigen und wir geben dafür Geld aus. Aber ich glaube, es fasst so viele von unseren Problemen an, dass ich das jetzt reinmachen würde. Ja, bin schwer dafür. Okay. Und wo würdest du es ansiedeln? Also das ist schon, hat eine gewisse Latenz auf jeden Fall. Aber es sind so viele Bereiche, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, auf die das sich auswirkt. Solange wir auch gerade im Bereich Alkoholismus und so solche Schwierigkeiten haben, würde ich es schon relativ weit oben lassen. Soll ich es noch ein bisschen höher setzen oder findest du es in der Mitte gut? Ich würde sogar noch ein Stück höher gehen. Wir können es auch immer noch wieder runterfahren, wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt so ein paar Probleme gelöst. Ja, ich würde es dann mal auf 1 Milliarde setzen. Ich meine, wir haben ein Defizit von 94. Milliardchen ist halt so. Also. Ja. Ich denke auch. Ich bin ja inzwischen abgebrühter als am Anfang. Ja, ich auch. Und ich sehe auch gerade im Chat, das mit dem Bullying, also Anti-Bullying-Campaign, Cyber-Bullying-Awareness-Campaign, also gegen Bullying, gibt es ein gutes deutsches Wort dafür? Eigentlich nicht, ne? Vorzugehen. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch schon eingedeutscht, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Ist so eine Sache, würde ich jetzt, weil es hat zwar einen guten Effekt auf die Eltern und auf die Jugend, fasst aber nicht direkt all unsere Probleme an. Mhm. Und wir haben relativ wenig politisches Kapital. Es kostet zwar nur 2, ich würde es aber erstmal tatsächlich lassen und gucken, an welches Stellrädchen wir noch greifen könnten. Ich würde nämlich, weil wir auch hier Fettleibigkeit und sowas haben, ich würde mal in die Gesetze, die das bereits regulieren, mal reingucken, ob wir da was stellen können. Hier zum Beispiel die gesunde Ernährungskampagne können wir für 1 auch nochmal ein bisschen erhöhen. Ja. Würde ich einfach mal um 90 Millionen erhöhen. Ja. Kostet nur 1. Dann hier haben wir die freien Schulessen. Könnten wir auch hochgehen, aber ist relativ teuer. Geben wir 1 Milliarde für aus. Aber okay, es ändert sich relativ wenig. Also wir könnten hier an die Grenze gehen. Ich glaube, da gibt's andere Mittel. Also wenn ich sehe, wie wenig jetzt schlussendlich dabei rauskommt für die Masse an Geld, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das über andere Geschichten hinbekommen. Ja, und hier haben wir den Haushaltseinkommen. Ja, hier haben wir den verpflichtenden Schulsport.
findet die Jugend gar nicht gut. Aber es tut ein klein wenig was gegen die Fettleibigkeit. Und es hat einen kleinen Benefit, aber auch erst nach einer sehr langen Latenz. Ich spiele mal so ein bisschen. Tja. Das ist so das Ding mit Schulsport. Ich kenne nicht so viele Leute, denen der Schulsport Spaß gemacht hat. Und ich schließe mich da definitiv da selber mit ein. Ja, aber hier aber auch. Ich ärgere mich im Nachhinein total darüber, weil wenn es Spaß gemacht hätte, würden vielleicht heute mehr Leute Sport treiben und es gäbe weniger Schwierigkeiten wie Übergewicht oder Lungenerkrankungen oder sonst irgendwas. Ja, also es ist wirklich Schulsport. Man muss irgendwie das Beste draus machen, aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich in irgendeiner Form mehr über meinen Körper weiß, mehr über Dehnen oder sowas. Das Wissen habe ich alles aus dem Sportverein. Oder habe es mir jetzt irgendwie angelesen und nicht aus dem Schulsport. Und das fände ich halt total spannend, diesen Bereich auch mal anders zu denken, weil halt zu Sport gehört natürlich auch irgendwie Ernährung. Und das kann man ja auch zusammen machen. Ja, wenn es vernünftige Lehrkräfte diesbezüglich gibt. Ja. Auch da wieder weiß ich gar nicht, wie viel die Lehrkräfte da beeinflussen können, weil sie ja doch auch wieder nur abrechnen müssen und mit Noten bewiesen werden muss, wie gut oder schlecht eine Schülerinnen und Schüler in Sport ist. Ja, und im Chat sehe ich jetzt auch gerade, allein dieses Mobbing dadurch war schrecklich. Ja, es ist auch eine große Anlaufstelle genau für sowas, für das Hänseln, wenn jemand sportlich ist und unsportlich und sowas. Das kann man eigentlich auch abfangen. Also es ist jetzt nicht so, als ob die Erziehungswissenschaft total die Hände gebunden sind. Aber da ist ganz, ganz viel von vom inklusiven Arbeiten, was das angeht, noch nicht angekommen. Wir haben ja auch jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt, professionell im Chat. Vielleicht magst du was dazu sagen. Also das ist echt, also mein Schulsport, besonders der am Gymnasium, der auf der Realschule war tatsächlich noch besser. Da haben wir wirklich auch mal ein bisschen was von der Körpermechanik gelernt. Aber viel haben wir auch da Spaß gehabt. Am Gymnasium war es dann wirklich so Leistung und wer kann wie weit springen und so eine Scheiße. Also Entschuldigung. Ich habe viel, viel mehr im Sportverein gelernt. Also. Was hast du für einen Sport gemacht? Handball. Cooler Sport. Ja. Macht sehr, sehr viel Freude. Ja, okay. Dann fassen wir das auch nicht an. Wir haben noch zwei und tatsächlich, ja, das politische Kapital überträgt sich auch ein wenig in die nächste Runde. Maximal, also wir kriegen pro Runde 17,57. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir 17 Kapital bekommen. Ich nehme an, es wird abgerundet. Sehen wir gleich. Und die zwei können wir mitnehmen, weil Maximum ist 34. Das heißt, wir können auch mal was ansparen. Wenn wir in einer Runde gar nichts machen, dann können wir bis zu 34 mit in die nächste Runde nehmen. Aber da ist dann Ende im Gelände. Das erhöht sich auch, wenn wir unsere Minister so dressiert haben. Oder gestaltet haben, Entschuldigung. Also wenn wir unser Kabinett vielleicht umstrukturieren oder die Minister zufriedener machen, wenn die uns mehr politisches Kapital geben, steigt auch unser Maximalwert, den wir bekommen. Und wir bekommen auch mehr politisches Kapital, wenn unsere Popularität hochgeht. Die ist im Moment relativ niedrig. Ja, also die zwei können wir einfach mitnehmen. Dann würde ich sagen, nach über einer Stunde kommen wir zur ersten Runde. Ich fasse es nicht. Ja, so ist es nun mal. Aber mir war es wichtig, dass wir, wenn wir einen Neustart machen, dass wir vielleicht einfach auch noch mal kurz durchgehen, was dieses Spiel alles so mit uns kommuniziert. Okay, nächste Runde.
Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.